Herzlich willkommen bei Yu-Gi-Oh! Let's Have to Do This mit Sam Kimmigatze. Das ist natürlich meine Wenigkeit. So, die ersten zwei hier habe ich ja in der letzten Folge ja verkackt. Ihr seht, ich habe die nachgeholt. Und ich musste dafür nicht mal Karten dazu kaufen, beziehungsweise neue Karten reinnehmen. Ich hatte ein bisschen Glück. Sagen wir es mal so, ich hatte ein bisschen Glück. Nichtsdestotrotz sind sie besiegt. Legen wir los. Gegen Astral. Der spielt mit Utopia. Gar kein Bock. Utopia ist so eine Karte, wo ich denke so, brauchen du ich jetzt unbedingt, ne? Besonders, ich habe ja mit meinem Wasserdeck gegen das gegen die Faustbrüder gespielt. So. Oh no. Oh Gott sei Dank, die Feuerhand weg. Utopia. Jetzt geht's gleich weiter. Gut, Utopia Strahl. Noch eine Stufe höher. Alles klar. Was kommt jetzt? Utopia Strahl 5. Also V. Das ist natürlich jetzt, das ist natürlich schon geil. Das klappt. Ja, das ist ja beschissen. Naja, scheiß drauf. So, und jetzt nochmal zurück zur Story. So, ich habe ja mit meinem Wasserdeck gegen die Boxer gekämpft und gewonnen. Und da war der hier, den habe ich quasi hochgeboostet auf 3800 oder 900, ich weiß es nicht mehr ganz direkt. Oder 3500, je nachdem. Und der hatte legendären Ozean draußen und hat irgendwie die Karte von mir gemobst und hat auch legendären Ozean gespielt. Und irgendwie, frag mich nicht, wie das geklappt, also wie das geklappt hat. Oh nein. Ich greife trotzdem an. So. Und irgendwie haben beide legendären Ozean doppelt gewirkt. Also ganz kurios war das. Jetzt habe ich quasi die ganzen Sterne sind jeweils 200 gegangen, anstatt nur eins. Das war ganz verwirrend für mich. Weil ich das nicht gewusst habe, dass das überhaupt möglich ist. Weil ich habe gedacht, wenn die Feldzauber da draußen liegt, zähl das für alle. Ach du Scheiße. Es kommt wieder Utopia Strahl 5, oder? Was? Ich krieg den Schaden drauf? Von dem Monster, was er zerstört, krieg ich den Schaden drauf? Alter! Was ist denn das für eine Arschlochaktion? Mein Vogel hat gerade wieder seine 5 Minuten. Aber daran ändern kann ich jetzt auch nichts mehr. Ich weiß gerade echt nicht, was das Problem ist von denen. Ich bin ja komplett raus.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Monster jetzt. Der legt die weg. Also, schwarzes Loch war das. Das ist jetzt ungeil. Besonders, die müssen im Friedhof liegen. Ich habe auch keins im Friedhof. Also, machen wir das. Ich kann nichts anderes machen. Aber ich finde es komisch, dass er keine Utopia macht. Hast du Utopia? Oder wird gleich zwei raushauen? Zweite Utopia? Was ich gut finde, weil der muss mit einer Utopia angreifen und in den Zug machst du das andere. Besiege ich das andere quasi. Wenn es überhaupt so weit kommt. Oh, bitte nicht Utopia Streif 5. Oder wie? Ja, der macht da immer Monster weg und ich hab Arsch gerade. Weil der macht dann jedes Monster von mir weg, was ich hab. Perfekt. Oh nö! Was ist das denn für eine Minus-Aktion? Dieser kleine dreckige. Ja, toll, ich kann nichts machen. So, ich kann einfach literally nichts machen. So, so, das war's schon. Oh Mann, ist das ärgerlich. Hätte ich wenigstens die Ausrüstungskarte ziehen können oder so. Oh nein. Es kommt wieder Utopia Strahl 5. Ne, diesmal kommt ein anderer. Utopia Strahl Sieg. Das ist belastend. Ich kann einfach nichts machen. Komm. Wart mal kurz. Habe ich die Fusionskarte drin von dem schwarzen Magier-Mädchen? Ich habe die Karte drin. Und die hat, glaube ich, 100 mehr als der. Ja. Nice! Oh, Baby. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, die hat noch einen Effekt. Ich könnte, glaube ich, eine Karte aus der Hand abwerfen und eine Karte auf dem Feld zerstören. Das war doch der Effekt, oder? Blablabla. Einmal Spielzug. Während des beliebigen Zugs kannst du eine Karte von deiner Hand abwerfen, auf den Friedhof legen und dann auf eine Karte deines Gegners zerstören. So. Egal in welchem Spielzug. Also heben wir uns mal die Fähigkeit auf. Beziehungsweise den schwarzen Magier. Denn falls er jetzt irgendwas spielen sollte, wie Wiedergeburt oder so, kann ich einfach dieses Monster quasi besiegen. Ja, die Karte wirkt irgendwie auf sich selber hoch. Nice. Naja, scheiß drauf. Gott, ist sehr, sehr gut.
Hat aber leider so ein schwarzes Magerdeck keinen richtigen Platz. Leider. Nee, es wird meistens immer gleich gespielt, die Karten. Nee. Ich muss die Karten ja behalten. Bitte lass es nicht die Faust sein, die Feuerfaust. Eine Feuerfaust wäre jetzt richtig mies. Aber schon, der wird mich schon angreifen. Nee, geht ja gar nicht wegen meiner Fähigkeit. Heb ich mir auf. Falls ich doch mal in die missliche Lage komme, heb ich die mal auf. Ich bin aber sowas von drin, Baby. Angriff. So, ich bin immer noch auf Nummer sicher. Wie ich mir gedacht habe, warte mal kurz. Wie ich es mir gedacht habe. Ich hasse diese Hände. Die Hände sind Gift. Die Hände sind pures Gift. Bester Mann. Ich muss angreifen. Das schwarze Maki-Mädchen. Pow! Ich nehme dein schwarzes Maki-Mädchen und leg wieder deine Hand. Oh, ist das ätzend. Bitte zicke Monster. Alter, hat er die Karten dreimal drin oder was? Oh, meine Fresse, ist das ätzend. Komm, hab 2,7. Ich glaube, der hat aber nur 2,5, oder? Ja, der hat nur 2,5. Katze. Oh, mach nicht Neo, nein. Oh, Mann. Ich krieg wirklich den Schaden drauf. Das ist der pure Wahnsinn. Ich krieg wirklich den Schaden oben drauf. Holy shit. So ein Ding ist das. So spielt man. Oh, ich spiele mit den Aufziehmonstern. Eieieiei. Da hatte ich ja in den Wasserdecken mit dem Frosch, was ich mal gebaut habe, hatte ich das die auch so ein Aufziehmonster drin. Die Schnecke. Guten Grafikfehler. Da hatte ich die Schnecke drin.
wenn die vom Friedhof wieder aufs Feld gelegt wird, kann die eine Karte vom Gegner, ich glaube, wieder in die Hand geben oder ins Deck. Perfekt. Was? Was? Was ist das denn für eine perverse Scheiße? Alles klar. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein richtiges Ding. Warte, wir spielen erstmal die. Um die Karte hinten aus dem Spiel zu nehmen. So, dass ich die Karte nicht aktivieren kann, quasi. So, dann tun wir noch einen weißen Drache beschwören. Okay. Oh, das ist schon perverse Scheiße. Das ist schon heftig. Und das sind Maschine? Fisch. Gut, die haben keinen verschiedenen. Gut, die haben keinen irischen zusammenhängenden Typ. Also, dass alle Maschine sind oder alle hier Fisch oder irgendwas. Die haben unterschiedliche Typen, aber halt den gleichen Namen. Die Eigenschaften sind auch anders. Aber das ist schon pervers. Der legt ein Monster und kann vielleicht zwei neue raushauen. Wenn er sie natürlich in der Hand hat, natürlich. Auf die Kätzchen. Auf die Magier. Nee, da sehe ich mich nicht drin. Wir machen einfach weiter Druck. Ganz einfach. So gut wie es geht. Niemals enttäuschen, ihr wisst. Ich spreche quasi nur ein Monster auf dem Friedhof und können wir dann einfach den. So, jetzt machen wir einfach den hier. Warte. Habe ich 5 auf dem Friedhof? Ne, habe ich ne. Mir fehlt eins. Jetzt kann ich ihn machen. Das war meine Intention dahinter. Und ich würde einfach sagen, wir haben gewonnen. An der Stelle. Natürlich spielt heutzutage keiner mehr die Karte. Der 5-köpfige Drache. Tot. So. Boah, die spielt mit den Karten. Das waren doch die Pflanzenmonster. War das nicht die? Oder verwechsel ich die jetzt mit den Ungeheuern? Aber ich glaube, das waren die Pflanzen. Glaube ich. Zumindest. Ja, das war das mit den Pflanzen. So. Spezialbeschwörung. So, das dürfte nicht sehen, dass ich eine Karte ziehen darf. Okay, ich darf eine Karte ziehen.
So, jetzt greifen wir an. Stimmt, war das nicht so, dass die in der Runde liegen bleibt? Nee, das war doch nicht so, okay. Dann habe ich die vielleicht verwechselt. Wer weiß. Es riecht noch nach Synchro. Wett? Wir hätten ja jetzt 8 Sterne gekriegt. Hä? Folgt mal kurz. Stufe dieser Kopfwebsende, diese. Einmal spielst du kannst ein anderes Monster von die Pflanze, das eine Stufe hat. Auf dem Spielfeld wählen, die Stufe dieser Karte wird. Ach so, 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 so. Okay, jetzt. Der hat einfach die gleiche Stufe angenommen wie der und hat deswegen 8 Sterne gehabt. Alles klar. Alles klar. So ein Ding ist das. So, das nächste Monster kann dann nicht spielen, wenn das 8 Sterne hat. Könne irgendeine Zauberkarte gebrauchen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Mit der kann ich arbeiten. Bringt mir aber leider noch nichts. Bringt mir aber leider nichts. Dazu brauche ich noch was. Auf dem Feld. Oh nein. Und genau deswegen ist diese Karte einfach limitiert auf 1. Du kannst einfach irgendein Pflanzenmonster aus dem Friedhof oder aus dem Deck spezial beschwören. Egal wie viele Stufen das hat. Ätzend. Und du kriegst den Schaden. Was? 8 Sterne? Achso, die Karte, alles klar. 4000. Das ist natürlich jetzt scheiße. Weil ich die Karte hier, die kann ich schnell. Also, wenn die spezial beschwört werden, werden die in Angriff gelegt. Und er jetzt, wenn er zuerst mit seinen. Mit dem Monster angreift. Natürlich aktivierst du den Effekt, ist ja logisch. Ich hätte gerne den UFO. So, der kann mich angreifen. Also er könnte mich schon angreifen. Würde dann aber nicht springen. Perfekt. So. Ich aktiviere den Effekt. Und holen wir noch um. Ich habe eh gewonnen, also. Ganz einfach. Und schon wieder das Match mit dem Spiegelkraft, mit einem magischen Zylinder gewonnen. So ist das. So läuft das hier in Stadt Dänemark. Infernioid. Boah, was war denn das nochmal für ein Monster? Das war auch eine eklige Karte damals auf der auf so auf dem DS. Puh.
Du wirfst einfach Münzen und die Anzahl von Münzen kannst du, glaube ich, Karten zerstören. Oder Monster. Der hat 1000. Resen Reboot. Aus dem Spiel entfernen. Nochmal? Ne, ist nicht aus dem Spiel entfernen, sondern Tribut. Und die hat der KP dann quasi verdoppelt. Ist aber trotzdem cool, dass der magische mystische Raumtempo drin hat im Deck. Das war ich jetzt nicht so stark. Genau deswegen. Gesichter des Todes. Aber so spielt man die Karte doch gar nicht. Man wartet doch ab, bis die Karten doch aus dem Spiel entfernt sind, dass die Attacken quasi boostet. So bringt die Karte doch gar nichts. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Der opfert sich selber und kann ja gerade aus dem Spiel entfernen. Okay, dann have fun. Ach fuck, die Karte habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber Gesichter des Todes spielt man doch gar nicht so. Man will ja das Monster boosten mit den Karten, die aus dem Spiel sind. Und dann gehen die Karten, die aus dem Spiel sind, wieder ins Deck. So, und stopp, für jede Karte, die wieder ins Deck gemischt wird, kriegt das Monster stopp 100 ADK. War das so? Kann ja gleich mal nachgucken. Perfekt. Der Effekt wird trotzdem aktiviert, Pfeife. Ausdehnung der Leere. Aha. So, das Monster legen wir in Verteidigung. Das ist unsere Versicherung. Ja, will ich. Schädigan. Das Monster auf Friedhof. Das greifen wir an. Alles klar. Warte, wir können ja mal kurz nachgucken, ob das 100 ADK sind. 100 ADK für jede Karte, die wieder ins Deck gemischt wird. So, deswegen, ich verstehe den Sinn dahinter. Und der kriegt jetzt so einen Token. Erstmal frisst er den Schaden. So, machen wir den hier. Und weg. Er opfert sich. Und dann tut wieder der Kot aus dem Spiel entfernen. Ja, aber mein Monster bleibt doch jetzt trotzdem liegen. So, und dann kann ich trotzdem angreifen. Also. So. By the way, auf 1 limitiert. Gesicht des Todes. Krass, da haben heute 4 Leute geschafft.
So, als nächstes kommt Dr. Fager und dann die anderen halt. Ich glaube, der ist mit Flip-Effekten. Boah. Es gibt hier ein paar, auf die habe ich keinen Bock. Hier zum Beispiel die drei. Gar keinen Bock. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hat rein, Leute, macht irgendwas Sinnvolles. Bis zum nächsten Episode von. Von Yugi Legacy auf die Duelist mit seinem Chemikatze. Mein Mensch geht, das war gerade meine Katze, die was runtergehauen hat. Gut, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, ne?